Ja! Alex, yeah? What are we doing? We're taking a cold swim. Yo Leute, was geht ab? Guten Morgen aus Schweden. Und wie versprochen, wie im letzten Video angekündigt, wir gehen jetzt Eisbaden. Also kein reguläres Eisbaden, es ist noch keine Eisschicht drauf, aber es sind 0 Grad und wir springen jetzt hier rein. Aber zieht euch das mal rein, so schön hier. So geil. Okay. Just go in and just to the shoulders. Alter, ich spüre meine Beine nicht mehr. Ich fühle mich gerade wie nach 10 Kaffee. Aber jetzt wird's übelst warm. Jetzt ist geil. Richtig geil. Thanks Alex for teaching us the ice bathing. The ice bath, yeah. It's good for your circulation. Yeah, I feel it immediately. My legs are like, they are like all loose and crazy. Now we can do bangers. Yeah, let's go right. Ins Dome gefahren, D-O-M-E, Dome Adrenalin Zone. War 3 Stunden Autofahrt von Alex und zieht euch mal die verdammt geile Halle rein. Zieht euch mal dieses mega riesen Foambit rein, was gefühlt 20 Meter lang ist. Ein Airbag mit massiv verschiedenen Absprüngen. Da drüben ein kleiner Skatepark, hinten ist noch eine Line mit einem Resi-Pit. Es gibt einen Drop ins Foampit. Das ist das Beste. Das Beste auf jeden Fall. Perfekte Voraussetzung, um irgendwie neue Tricks zu lernen oder seine Tricks zu perfektionieren. Irgendwo da drüben ist noch eine Trampolinhalle. Komplett krank. Also ich würde behaupten, das ist die beste Halle in Europa. Wir waren ja schon im Skills Park, der war schon geil. Ich muss direkt entsenden jetzt. Ich bin weiter. Aufs Back oder ins Pit kannst du raus? Ja, aufs Back. Ja, los. Aufs Flippe. Back. Flippe? Ja. Ist das geil. Junge, Junge. Hammer. Und hier gibt es gleich einen Skatepark. Da kommt Max. Mit Berm und Pump Trick. Wie sick, ey. Und wieder hoch. Was sagst du? Geil, oder? Ich würde sagen, wir checken gleich mal das Foampit aus. Oh, sorry. Zieht euch mal rein, wie riesig das ist. Und hier hinten habe ich dann auf jeden Fall auch noch eine Mission. Ich würde sagen, den machen wir gleich mal aufs Airbag und guck mal, wer hier ist. Max ist wieder am Start. Ja. Ja. Und jetzt zum Resi. Yo, Alex, you gonna do some? Yo. Nice.
So much fun, ja. Yeah. Flat Drop direkt ausprobieren. Ich hätte an sich die Kamera, die gute Kamera geholt, aber... Nee. Wir filmen auch mit der richtigen Kamera, aber wir sind gerade so gestoked von der Halle, ich glaube. Das nimmt uns keiner übel, oder? Max, willst du das nochmal sagen? Ich hatte nur die Idee, ob wir beide als allererstes einen Halfcap machen. First also, try. 180 to Halfcap. 180, dann fährt man rückwärts von hier runter und dreht sich in der Luft, dass man wieder gerade landet. Oh. Alter, das Hinterrad war genau hier, Alter. Ich habe mir das Teil schon hingestellt als Orientierung. Ich werde hier abziehen mit 180. Ja. Nice. Also auf der GoPro sieht es aus wie 20 Meter. Ich laufe jetzt mal runter und stelle mich neben diese Airbag-Landung oder irgendwo dahin, weil Max, der hat vor ein, zwei Monaten seinen ersten Flip-Whip auf Dirt gestanden, hat aber, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ich glaube nur einen gemacht und hat jetzt gerade ein paar ins Foam-Pit gesendet und will den jetzt aufs Airbag senden. Yo! Juhu! Wie war's? Nice. Nice. Alex dropped in. Nice. Endlich mal einer, der Lukas im Truck Whip Game Konkurrenz macht. Jo! Hey Lukas, wie viele waren das? Boah, ich konnte selber gar nicht mehr mitzählen. Ich habe einen Drehwurm. Nee, vier. Quad, Quad, Quad. Ach ja, und was ich vorhin beim oder nach dem Intro vergessen habe, da wollte ich das eigentlich sagen, in diesem kleinen Zwischenstück, wo wir gefahren sind, hat man die neuen Windbreaker schon gesehen, auch schon im letzten Video. Und die sind jetzt endlich zu haben. Irgendwo hier oben kommt jetzt der Link reingebimmelt. Der Produzent hat sie endlich fertiggestellt. Und ich weiß es nicht, ob die bis zu Weihnachten noch ankommen. Wir geben unser Bestes, die werden direkt rausgesendet. Aber wie die Post halt manchmal so ist, um Weihnachten ist viel los. Ich habe es euch ja vorhin schon mal kurz angeteasert, dass es hier noch eine riesige Trampolinhalle gibt. Und die geht da hinten noch weiter. Yes! Yo! Let go proper size. Ja. Yo! Geil. Geil. Und das ist der andere Teil. Da hinten ist kompletter Ninja Warrior Parkour. Airbags, Foam Pit. Airbags, Foam Pit. Und das. Max, komm, tuck dich doch mal aus. Max fühlt sich wohl. Ja. Max kennt ihr ja schon aus dem letzten Video. Hallo. Ja, wir fahren gerade hier ein bisschen zusammen Session und wir hatten gerade die Idee, alle beide einen 360 Double Whip zu machen. Who's first? Three Double Whips. I don't know, I can do one, it's fine. You do one? I've done it a couple of times here before. Okay. So. Wie Butter. Was it alright? Yeah, it was pretty good.
My turn, right? Give me that thing now. Oh, schöne! Schöne! Geil, right? Nice. That was geil. Now it's your turn with your video. Max ist jetzt dran, wir filmen jetzt noch zusammen Video für seinen Channel. Er hat seit Ewigkeiten keinen Frontflip mehr gemacht und keine Frontflip-Combos. 1.5 years ago, I cased on a frontflip, went over the bars and broke my collarbone. And since then I haven't done frontflips. So I thought, why not do it today when I have the frontflip master? Right? Yeah, let's do it. Wir haben ja gerade so eine typische Airbag-Mission. Ich weiß nicht, haben bestimmt schon einige von euch so Videos gesehen, wo Leute draufflippen und dann einen Frontflip runter machen. Und das habe ich noch nie gemacht. Das wäre eigentlich ein ganz cooler Move jetzt hier. Hallo. First try. Also, das war relativ easy eigentlich. Aber ich glaube, ich muss doch noch mal einen machen. Weil das mit dem Manual danach gefällt mir nicht so. Wie war der? Wie war der? Gut, war gut. Gut, gut. Also ich glaube, es ist nicht gelogen, wenn man sagt, dass der Park einfach nur überragend ist. Komplett geisteskrank, was sie hier hergezimmert haben. Die Halle hat sogar ein eigenes Hotel und wir bleiben hier und fahren morgen nochmal. Das heißt, es kommt noch ein Video von hier. Langer Tag geht zu Ende, war mega geil. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da und abonniert den Channel. Haut rein. Bis in ein paar Tagen. Peace. Naja, und die Windbreakers sind draußen. www.emotionbrand.com. Lit.